Hashtag Wirkungsmanager, Hashtag Lernorientierung, Hashtag Praxismehrwert. Dankeschön, Ben. Ja, bisher war ich erstmal derjenige, der das Ganze alles mitentwickelt hat, sich Gedanken gemacht hat, wie kann man das dann eigentlich sinnvoll aufbauen. Und das hört ja nicht irgendwann auf, sondern das ist eigentlich eine kontinuierliche Aufgabe. Für uns ist es ganz zentral dafür, Menschen im Wirkungsmanagement auszubilden, das heißt ihnen Tools, ganz praktische Methoden, auch ein bisschen theoretischen Hintergrund an die Hand zu geben, damit sie hier eben besser argumentieren können, besser arbeiten können, besser Entscheidungen treffen können im Alltag, wie sie das besser gestalten können, besser umsetzen können und letztendlich aus dem, was sie ohnehin schon erreichen, noch mehr rausholen können. Diese Weiterbildung ist für alle Menschen gedacht, denen nicht egal ist, welche Wirkung sie erreichen und die in einem professionellen Kontext ihr soziales Engagement verbessern wollen und die Wirkung, die rauskommt. Ich würde sagen, eigentlich ist es gar keine richtige Weiterbildung. Wir müssen hier irgendwann mal einen besseren Namen finden, denn eigentlich ist es so eine Werkstatt. Es ist nicht so, dass wir die Leute zuschütten mit Theorie und dann gehen sie damit nach Hause und versuchen, das in die Praxis umzusetzen, sondern eigentlich hat die Theorie bei uns einen eher geringen Anteil. Wir setzen einen starken Wert darauf, dass vom ersten Tag dieser Weiterbildung an die Leute an ihren eigenen Arbeitskontext arbeiten. Das heißt, wenn sie nach der Weiterbildung zu sich wieder in die Organisation gehen, sind sie bereits einen Schritt weiter und haben bereits diesen Praxistransfer in der Weiterbildung vollzogen, im Umfeld von Trainern, im Umfeld von anderen Peers, die ihnen Feedback geben und die sie weiterbilden.